Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle wieder reinschaut. Ich bin Santo und wir spielen jetzt weiter Anno 1800. Schaut mal, wir waren in der Arktis zugegen. Hier oben gibt es jetzt eine Quest. Ja, so wie es aussieht, hier eine Aufgabe verfügbar. Kumak bietet ihnen eine Taucherglockenaufgabe an. Ne? Also, wenn ich doch bloß in die Tiefen sehen könnte, dann würde ich das Monster finden, dass das Leben so vieler meiner Fischer gefordert hat. Wir sollten hier unser Tauchboot hinschaffen. Tauchen Sie, um zu finden, dass Sie umgehört. Das heißt, wir gehen jetzt nach Crown Falls, nehmen jetzt unser kleines Tauchbötchen, was wir beim, ich denke mal, sollte noch beim alten Ned rumstehen. Wir gehen an die Arktis und zwar schauen wir dann mal gleich bei Port Longwinter vorbei. Schaut mal, also das Spiel ist wirklich gut zu uns, weil das Teil bewegt sich. Die Winde stehen genau auf der. Die stehen wirklich genau nach Westen ausgerichtet. Also das heißt, die kommen von Osten weh nach Westen. Also besser kann es uns hier gar nicht gehen, oder? Absolut gut. Übrigens wollten wir uns noch so einer Expedition widmen. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, schauen wir mal, was wir noch können. Ich würde jetzt gerne mal Piratenjagd machen, weil da gibt es immer sehr unterschiedliche Belohnungen. Und dann habe ich in den Kommentaren gelesen, zum Beispiel die Gefechtskunde wie die Kampfkraft, wäre es so, dass das nicht zusammenaddiert wird. Jetzt muss ich das mal testen. So, das heißt, wir werden ein Schiff zuweisen und zwar nehmen wir hier mal unsere Tropenkönigin. Das ist natürlich unser Expeditionsschiff. Alles gut. So. Tropenkönigin, so. Eine Epidemie breitet sich aus. Oh, die fortschreitende arktische Grippe hat eins ihrer Gebäude ruiniert. Oh, da müssen wir dann auf jeden Fall mal hingehen. Schaut mal, also es ist zumindest alles da. Ne, höchstwahrscheinlich. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel die Gefechtskunde nehme. Hier, schaut mal. Jagd, Kampfkraft. Da gibt es auch keine Gefechtskunde. Hier zum Beispiel gibt es 20. Hier gibt es 10. Hier gibt es 5. Und hier gibt es. Und hier gibt es 25. Das heißt, wenn wir das jetzt zusammenrechnen würden, 25, 35, 55 und 60. Das sind 60% Gefechtskunde, die wir hier haben könnten oder höchstwahrscheinlich standet. Da schauen wir jetzt auf jeden Fall mal, wird mich wirklich reizen, dass wir das mal jetzt erkunden, beziehungsweise mal rausfinden, was es gibt. Redegabe, den Typ tun wir mal raus. Und dann nehmen wir ihn mit rein, weil jetzt, schaut mal, Gefechtskunde. Also jetzt haben wir eine ganz, ganz dicke, große Wahrscheinlichkeit, dass das, dass wir darauf vorbereitet sind. So, die Kampfkraft nehmen wir gleich mal. Schaut mal, unser Kommodore Stephen Drake, der hat auch gleich Kampfkraft wie Navigation an Bord. Der hat auch gleich Kampfkraft. Der hat auch Kampfkraft. Also, boah. Also hier gibt es jede Menge Kampfkraft wie Gefechtskunde an Bord, einmal weil. Und im Jagdglück nur möglicherweise. Sie hat 50... Er hat 45, es gibt noch Glaube, ein bisschen Heilkunst. Ich würde vorschlagen, wir machen den Sekt hier voll und dann stechen wir genauso, wie wir sind in See. Weil das, wenn die Expedition kommt und die ersten Quests erwarten uns, dann werden wir mal sehen, ob sich die Wahrscheinlichkeit zusammenrechnen oder nicht. Sehen wir mal. Also, Expedition starten. So, und los geht's. So, wir schauen schnell in die Arktis. Also hier gibt es zumindest noch keine arktische Grippe, so wie das, nö, so wie das aussieht, ist hier alles gut. Aber hier, schaut mal, hier gibt es Ruinen. Wahrscheinlich sollten wir dann hier vielleicht einen zweiten Arzt engagieren. Es gibt ja zum Beispiel keinen... Ah doch, alles gut. Ach, wir sollten ja hier mal noch eine Kantine hochziehen. Ah, okay, das haben wir natürlich in der letzten Folge vergessen. Macht nichts, kühlt, das wird jetzt langsam... Als nächstes sollten wir Schlafsäcke bauen, richtig. Schaut mal, 50 Arbeitskraft. Die Robbenfängerei gibt es hier nicht, die müssen wir drüben machen. Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine Gänsefarm. Die Gänsefarm, das war, glaube ich, so ein Gebäude, was mehrere Module aneinander stehen hat. Ähnlich so einer Schäferei oder irgendwas. Oder so einer Rinderfarm. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Auf ihrer Route gibt es ein Problem. Was denn? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Alles klar, das Lager ist voll. Kein Problem. Nur wenn es das ist, ist kein Thema. So, schaut mal. Jetzt haben wir wieder Kohle. Das heißt, wir können wieder anheizen, das ganze Ding hier. Und das ist auch schon wieder fast leer. Das Ding ist auch schon wieder fast leer. Unglaublich.
ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Jetzt sollte dann wahrscheinlich gleich das nächste kommen. Warten wir mal. Also hier oben ist auf jeden Fall die hier sind vor Anker gegangen. Ja, unser Stern der Sünde. Sie ist am Anfang mal anders. Hat noch 10 Steuerdreher geladen. Ja gut, da. Ladi Luis ist dabei. Also alles gut hier. Die fühlen sich mal wie zu Hause. Jetzt schauen wir mal, ob es denen hier wirklich noch gut geht. Ja. Wir könnten jetzt auf jeden Fall anfangen, auch mit der Schnapsroute, wenn wir es nicht schon gemacht haben. Ne, ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Wir wollten es, glaube ich, machen, aber genau. Wir wollten es, glaube ich, machen, aber wir haben es noch nicht gemacht, weil wir bräuchten erstmal. Genau, wir brauchen dann erstmal Bentes. Bentes Insel. Das war jetzt eigentlich das, was wir erreichen wollten. Ja, die Kohle kommt doch jetzt. Also alles gut. Genau, Bentes ehemalige Insel, die wollten wir ja dazu benutzen, um hier wirklich erstmal wirklich satt Schnaps im Prinzip zu produzieren. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Also ich glaube die Universität und so weiter und so fort, das brauchen wir nicht. Das Hospital könnten wir zwar nur drin lassen. Wichtig wäre hier jetzt erstmal der Marktplatz. Und wichtig wären hier erstmal so erstmal wirklich die ersten Häuser. Das wäre mal ganz, ganz wichtig. Den Pfau nehmen wir dann gleich, das Frachtschiff, das nehmen wir dann auf jeden Fall gleich für den Schnaps zum Hin- und Herfahren. Da bräuchten wir auf jeden Fall oben in der Arktis bräuchten wir auf jeden Fall noch größere Lager. So, die Arbeiter sind erstmal versorgt mit Marktplatz. Perfekt, so, genau. Und hier gibt es Fische. Zack, okay, das geht auch schon los. So, jetzt hätten wir hier, ja, jetzt geht's halt los mit dem Schnaps. Also hier unten, da könnte man dann Arbeitskleidung machen. Ich schätze mal so hier runter. Könnte man jetzt ein neues Zwischenziel erreichen. Ne, könnte man zumindest mal alles vollknallen. Entweder so. Genau. Oder wir machen es gleich ganz anders. Vor allem mit Schnaps und so weiter und so fort. Ziehen wir vielleicht mal so einen Weg runter. Würde mich mal interessieren, ob das überhaupt geht. So, und dann würde ich gleich sagen, das ist ja alles angebunden. Hier müssen wir leider so mal außen rum basteln. Auch gut, kein Problem. So, dann würde ich gleich sagen, hier oben machen wir ein Lagerhaus hin. Ah, ich sag mal so hier, die Höhe. Und danach auf jeden Fall gleich, soweit es geht, hier irgendwie Schnaps. Das heißt, ich würde es sogar so machen. Geht das? Ja gut, das geht bis hierher und dann war es das eigentlich. Also das Haus hier, das hat... Ne, das können wir vergessen. Wir könnten sogar ein Lagerhaus hier herstellen. Das würde funktionieren. Das machen wir vielleicht auch. So. Hat ja eh keinen Sinn. Hier ziehen wir mal durch, damit hier zumindest hier eine Verbindung besteht. Hier auch. Und hier ziehen wir auch mal so eine durch. Das sind alles noch Blaupausen. Alles noch in der Entwicklung. Deshalb Hauptsache wir haben erstmal eine Verbindung hier durch. So, jetzt würde ich mal schnell ein paar Schnapsbrennereien hier aus dem Boden stampfen. So. Jetzt gucken wir erstmal. Genau. Genau darum geht es nämlich. Und zwar, das können wir auf jeden Fall versorgen mit Strom. Gut, ist Zukunftsmusik. Könnten wir zur Not, eine Handelskammer hinstellen. Da könnten wir so einen Spezialisten reinpacken, der wirklich nur für den Strom zuständig ist. Dann könnten wir die Schnapsbrennereien auf jeden Fall boosten. Aber schaut mal, den Kartoffelhof. Den kann man mit Traktorscheunen boosten. Das heißt, erhöht die Produktivität, größere Anbauflächen können durch weniger Arbeitskräfte bewirtschaftet werden. Traktoren verbrauchen Treibstoff. Ich glaube, das geht maximal 5 Felder. Ich weiß gar nicht mehr. Oder 10. Also auf jeden Fall sehr, sehr viele. Da werden auf jeden Fall, ich glaube, da gibt es 50%. Ich glaube, die Module sind dann 50% mehr. Das heißt dann, ihr wisst es ganz genau, von 72 könnt ihr es gegenrechnen. Nochmal 36 dazu werden dann knapp über 50. Über 50% mehr, das heißt, dann wären da knapp über 100. Und hier schauen wir jetzt mal, dass das hier genauso vorwärts geht. Hier oben mal noch ein Lagerhaus hingeknallt, dann hätte ich das mal so gerne gemacht. So, einfach mal runtergezogen und dann wirklich einfach mal ausprobiert. Eins. Dann hier gerne noch eins hin. Und hier. So, und hier drüben natürlich genau dasselbe. Aber jetzt können wir. Ja, wir sind hier ein bisschen faul. So. Wenn das optimal laufen würde,
dann würden wir in der Minute 12 Tonnen herstellen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass die 12 Tonnen sowieso erst einmal für die Einwohner hier locker ausreichen. Also das ist kein Problem. Jetzt sollten wir erst einmal schauen, wie viele Tonnen brauchen die denn überhaupt. Die brauchen vielleicht gerade mal 2. Das heißt, wir könnten hier locker noch was aus dem Boden stampfen, das wäre kein Problem. Jetzt binden wir die Rute auch gleich mit ein, würde ich vorschlagen. Das heißt, Handelsrute aufmachen. Und zwar wollen wir von Higgs, genau, die haben wir damals gleich so genannt, in die Arktis fahren. Und zwar fahren wir gleich nach King William Island. Wir laden den Higgs natürlich auch gleich den Schnaps ein. Ja, ich habe das bis jetzt immer noch nicht gefunden, diesen UI-Eintrag, dass man da nur noch 50 hat. Aber das ist ja erstmal egal. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Okay. So, der fährt zumindest hier an. Unser Pfau fährt zumindest an, wartet, bis irgendwie Schnaps drin ist. Und dann geht's los. Aber hier ist ja sowieso noch nichts, weil 12 Tonnen pro Minute, das ist schon eine ganz schöne Ausbeute, weil überlegt mal alleine, wie lang die brauchen, ehe die bis zur Arktis fahren und wieder runter. Schaut mal, hier kommen die ersten Schiffe an. Mit Kohle. Sehr schön. Und du könntest hier eigentlich auch nochmal 50 Tonnen... Ah nee, die sind voll. Die sind voll. Schön. Ach ja, die... Ja, okay, die Route ist ja so gemacht. Die Route ist ja so gemacht, dass wir erst im Osten Halt machen und dann nochmal in den Westen fahren. Genau, der fährt hier an. Schaut mal, 120 Tonnen hätte er noch. Zack. Wir könnten es allerdings so machen, wenn das reine Weg hier Kohlenschiffe sind. Da könnten wir das so machen, dass wir hier zum Beispiel... hier auf die Löschung warten. Auf die Löschung warten in King William Island. Dann machen wir die zwei weg. Und die zwei heben uns dann zum Beispiel auf für die andere. Für Port Longwinder. Was haltet ihr denn davon? Das finde ich richtig gut. Das habe ich noch nie ausprobiert, ob das überhaupt so funktioniert, weil die warten jetzt, bis die ersten 4 Slots leer sind. Das heißt, die ersten 4, 50 Tonnen Fracht geht dahin. Egal, wie lange das dauert. Dann und erst danach fahren die Schiffe weiter. Das heißt, die haben erstmal wieder locker ein bisschen Kohle zum Überleben. Was heißt ein bisschen Kohle zum Überleben? Also sehr, sehr viel Kohle eigentlich zum Überleben. Und gleichzeitig, ja, du könntest eigentlich wieder runterfahren. Und gleichzeitig hält auch das Schiff mal an und hält ein ganz kleines bisschen, ja, und hält wieder ein ganz kleines bisschen vor. Ach, genau das wollte ich machen. Und du musst hierher und musst die Quest machen. Oh, hier unten geht's wieder los, schaut mal. Wir sollten auf jeden Fall, ich denke mal, wir waren wirklich gut bedient, wenn wir sagen, dass wir auf jeden Fall hier an einer Seite noch vielleicht so eine Polarwacht aufstellen, oder? Was meint ihr? Entweder hier unten oder hier oben, zumindest wo die einen schönen Einflussbereich hätten. Wie wäre es denn hier? Direkt hier an dieser kleinen Fetzke da dran. Und wenn wir da noch Häuser hinbauen, dann stören wir zumindest hier nicht. Angeschlossen sind sie auch an die Wärme, also alles gut. Ohne, da warten wir mal ab, würde ich sagen. Ja, das mit den Routen. Wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall jetzt gerne mal ausprobieren. Unsere flotte Forelle, die fährt gleich mal hin, holt von den Robben alles das, was es gibt. 67 Tonnen, schaut mal, 67 Tonnen Robbenfälle. Die könnten wir nehmen und könnten die auf jeden Fall nach King William Island schleppen. Ja, du kriegst neue Befehle, mein Freund. Einmal wenden. Einmal bitte in den Osten fahren nach King William Island. Dort das abladen. Und dann könnten wir hier mal anfangen mit Schlafsäcke bauen. Ich weiß bloß nicht genau, ob das funktioniert. So wie ich mir das hier vorstelle. So, also Wärme. Ich glaube, das braucht Wärme, oder? Natürlich braucht das Wärme. Gut, also. Da sollten wir Folgendes machen. Da ziehen wir hier auf jeden Fall mal... Würde ich jetzt vorschlagen, ziehen wir auf jeden Fall mal ein Layout hin. Ah, okay. Gut, die zwei Häuser passen natürlich dann nicht. Ist ja kein Problem. Ich würde das hier auf jeden Fall alles mit Häusern versorgen. Schaut mal. Ja, so hier.
als Beispiel Nummer 1. Dann ist ja hier schon 1 dran. Das heißt, wie hier, oben und unten, könnten wir locker voll machen und dann zwischendurch einmal Pause. So, das heißt, so. Ein Feuer ist ausgebrochen. Du gehst weg. Ein Gebäude, wo keine... Was? Ist eine Flamme ausgebrochen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Schaut mal. Also, jetzt sind sie krank und das brennt. Es ist ja unglaublich. Hier geht es ja richtig ab. Aber wie es aussieht, steht hier schon... die Feuerwehr. Vor allen Dingen, woher weiß ich denn... Ja, Polarwächter. Genau, woher weiß ich denn, dass die den Brand löschen? Hier, Feuerwehr in Aktion. Und hier ist der Brand aktiv. Aber wie? Wo sehe ich das? Hier, schaut mal, da ist doch die Reichweite, ist doch gut. Oder ist das nur für die... Oder ist das nur für die Krankheiten und nicht für die Brände? Gesundheit. Jetzt nur noch hier rausschmuggeln. So, Diplomatie wollten wir sowieso mal schauen. Schaut mal, Bände erhöht. Erhöht. Was macht doch noch Doktorchen? Leicht erhöht. Lassen wir so. Alles gut. Ich sag mal, unser Bergungsschiff, das geht mal kurz runter. Und hebt mal kurz die Taucherglocke runter. Mal gucken, was es gibt. Und? Schauen Sie. Wow. Etwas hat Ihr Schiff beschädigt. Vielleicht der Wolfswal Akkut. Schnell weg. Ja, genau. Die Menschen lassen Segeln Sie hier hin. Ausgeliehener Inuit-Journer. Ja, genau. Da fahren wir mal hin. Weil ich denke schon, dass sich... Ich denke schon, dass sich unser Schiff hier hoffentlich selber repariert. Irgendwann mal. Wahnsinn, ne? Dieser wunderschön aussehende Schneesturm, ne? Auf der Karte. Geil. Wenn man sich da wirklich mal auf den Schneesturm drauf konzentriert, könnte man denken, man steht mittendrin. Wahnsinn. So, also die Brände sind hier gelöscht, das ist schon mal schön. Ey! Also Bände, wir hatten doch eigentlich die Quest gemacht, oder? Für die neue Welt. Wir waren... Ach nein, wir waren eben noch nicht dort. Ach, schade. Schade. Ja gut, okay. Frachtschiff steht bereit. So, die Schnapsproduktion würde ich mir jetzt gerne nochmal anschauen. So, wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus hier? 12 Tonnen Volllast. 2 Tonnen werden... 63 Tonnen. Also es geht hier schon richtig, richtig los. Sehr, sehr geil. Insgesamt können wir hier auf der Insel aufnehmen 500 Tonnen. Mega. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht, um, ja, sagen wir mal, die Leute noch richtig bei Laune zu halten. Da könnten wir zur Not, ich wollte es gerade sagen, da können wir zur Not das Wirtshaus hochziehen. Dann freuen die sich richtig, da gibt es mehr Kohlen. Und dann zum Schluss könnten wir, wir könnten noch ein oder zwei Schäfereien und so weiter, könnten wir hier zum Beispiel hier noch hinbauen. Da bauen wir hier die Klamottenbude daneben. Und dann hier zum Beispiel gleich die Schäfereien. Nummer 1. Und dann hätten wir hier gleich die Nummer 2. So, dann werden die hier auch zufrieden. Schaut mal. Gucken wir mal nach den Klamotten. Schaut mal. 4 Tonnen werden hergestellt. 2 wollen sie haben. Also, alles gut. Den Bauern hier geht's gut. Der Dank geht an die kleinen Feldmäuschen. Jawohl. Der Dank geht wirklich an die kleinen Feldmäuschen. Ganz, ganz vielen Dank. Für das schnelle Eingreifen hier auf Fix. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich was hilft. Diese 12 Tonnen Schnaps, dass man die dann in die Arktis transportieren. Ich bin echt gespannt. So, wir gehen wieder in die Arktis. Ja, bringen wir. Und zwar hier. Okay, wie es aussieht, war es das. Kein Thema. Alles gut. Dann werden wir mal sehen, dass wir mit unserem Tauchboot wieder ins Kap fahren. Dann beweg dich mal zurück. Hast ja sowieso relativ wenig Leben. Ach so, der fährt dann hier raus. Okay, das ist ja interessant.
Der fährt jetzt in südwestliche Richtung oder was? Also hier geht es nicht raus. Ah, okay, da müsst ihr ewig weit rumfahren. Und wie es aussieht, fährt er dann hier vorne raus. Okay, alles gut. Okay. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier mit den Robben anstellen. Also, Robben werden eingeladen. Kohlen auch. Wir sind hier fertig, ne? Wir sind hier fertig, können wieder zurückfahren. Ich würde vorschlagen, wir gehen in die alte Welt und zwar nach Higgs. Laden hier mit dem Schiff gleich mal auf. Achso, der Stand der Sünde steht sowieso noch da oben. Alles gut, hier ist kein Lagerhaus in der Nähe, bringt sowieso nichts. Wir bräuchten hier auf jeden Fall erstmal Wärme. Und was heißt das genau? Das heißt noch mehr Kohleöfen. Irgendwann ist hier wirklich alles voll, ne? So. So wie das jetzt hier gebaut ist, könnten wir im Prinzip genau dieses Layout benutzen. Und zwar das... Hey, schaut mal, hier fehlt ein Stück Weg. So, und zwar das hier könnten wir genauso benutzen, so. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. So, dann würde ich das hier mal noch hier gegendrehen und genauso hier hin basteln. Genauso. Denn, schaut mal, wir hätten hier mit dem Ofen genau bis hierher Wärme. Und das wäre ja gar nicht so verkehrt, finde ich zumindest. Ja, wir kommen gleich, alles gut. Jetzt würde ich mal noch versuchen, wie weit geht der Ofen? Der Ofen geht so weit hoch. Das heißt, wenn wir noch probieren, wenn wir noch probieren, dieses Layout einmal zu drehen und hierher basteln, so her. Hätte dann, okay, die Öfen hätten dann hier wunderbare, wunderschöne Auslastung. Die Menschen lassen sie hochleben. Und der Ofen hätte auf jeden Fall dann bis hier rüber. Das würde heißen, wenn ich den Weg noch hier rüber ziehe, wie weit? Ja, fast dran, ne? Fast dran, geil. Gar nicht so verkehrt. Hier auf jeden Fall mal noch ein Lagerhaus hin. Dann kriegen wir hier noch locker, hier runter Richtung Arzt, kriegen wir noch ein paar Häuser hingestellt. Und mit dem Lagerhaus hätten wir hier dann erstmal genug Zugang. Ja, ich würde es genauso machen. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wir können unseren Hafen noch nicht erweitern. Das ist natürlich nicht so schön. Klar, Schnaps gibt es, Öllampen und so weiter, bla bla bla. Aber schaut mal, wir könnten unseren Hafen noch nicht erweitern. Okay. Dazu bräuchten wir wahrscheinlich noch die Öllampen. Und Schnaps kommt. Und Schlafsäcke. Okay, so, Schlafsäcke wäre dann das nächste. Also, hier einmal das Lagerhaus zum Leben erweckt, wie einmal hier den Heizofen. Wir versuchen bei alles gut, nur die Ruhe. So, das ist jetzt ein 5er Layout. 1, 2. Ha, machen wir übergangsweise mal so. Nee, gefällt mir nicht. Nee, mir gefällt es einfach nicht. Sorry, da bin ich kleinlich. Normalerweise eigentlich so, oder? So, und dann fehlt hier... Ja, dann fehlt hier auch was, weil das Gebäude ist nicht ganz genau die Größe. Das ist natürlich nicht so schön, aber wir könnten was probieren. Das sind 4 Felder und das sind 3. Schalten wir die Blaupause an. Und machen das auf der anderen Seite. So, dann machen wir jetzt folgendes. Und zwar hier ein Modul hin. Da. Mist. Ah, das ist dann... Okay. Mhm. Naja, gar nicht so verkehrt. Sie können sich hier gar nicht genug bewegen. Ja, fehlen das Gänsegehege. Das ist alles Blaupause gewesen, ist klar. So, Gänsegehege. Verarbeitung seit 2 Minuten. Das heißt, wir bräuchten ja hier auf jeden Fall, ihr wisst es ja, das hat man ja schon mal ausgerechnet, für eine Schlafsackfabrik mindestens 2 Gänsefarmen. Das heißt, die nehmen wir natürlich auch mit hoch. Wie sieht es hier aus mit der Wärme jetzt? Ausgesprochen mies. Okay. Okay, machen wir folgendes. Hier die Häuser weg. Dann hätten wir hier zumindest mal schon eine schöne Anbindung. Gut, hier könnten wir mal zur Not noch 2 Häuser hinbasteln. Auch gut, kein Problem. Checken wir mal die Öfen. So, du kommst weg. Du hast nämlich erst einmal eine schöne Anbindung. Das heißt, die schreißen wir mal kurz weg und warten mal ab. Nein, schaut mal, das fehlt.
Also. Vom Weg her wäre es genau dasselbe. Es fehlt hier an Wärme. Es fehlt hier echt an Wärme, ne? Unglaublich. Gut. Mhm. Wie weit geht das nach... Ah, das geht auf jeden Fall noch ein ganzes Stück nach hinten. Das heißt, wir könnten zur Not auch noch hier ein Modul... Wenn alle Stricke reißen, könnten wir zur Not noch da ein Modul so hinsetzen. Dann reißen wir das erstmal weg. Wir reißen es erstmal weg und gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwie was verbessern können. Können wir garantiert. So, das so hin. So. Mir geht es erstmal nur darum, den Weg etwas zu komprimieren. Das heißt, dass wir jetzt hier, klar, da fehlen drei Stück, das ist okay, aber wir könnten das zumindest erstmal hier ranbasteln. Und diese Gänsefarm hätte auch Wärme. Das ist mal wichtig. Das ist mal wirklich wichtig. So, jetzt hätten wir das hier erstmal abgedeckt. Jetzt könnten wir das hier in Ruhe wieder wegreißen, weil das machen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, jetzt sind die Wege wieder so schön, wie sie vom Anfang war. Als nächstes hätten wir ja hier noch, wir brauchen ja hier noch die Schlafsackfabrik. So, schauen wir mal. Wo kriegen wir denn die hin? Wie breit ist die? Wie lang ist die? Könnten wir hier hin basteln, wäre gut. Oder wie wäre es denn hier gleich mit ans Lagerhaus? Da holen sich im Prinzip die von der Schlafsackfabrik holen sich ihre Teile bzw. ihre Stoffe, alles was sie brauchen, die Robbenfelle wie die Gänsefedern holen sich halt vom Lagerhaus. Ist doch egal. So, 2 Minuten für eine. Und das dauert, wow. Ah, das ist schon extrem, ne? Unglaublich. Wir sind ja auf jeden Fall wieder in die alte Welt zurückgefahren. Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, dass man noch ein bisschen Holz aufräumt. Genau, schaut mal die Kohle. Schaut mal die Kohle. Unglaublich. Jetzt müssen wir auch mal wirklich schauen, wo unsere Schiffe sind. Also hier kommt das nächste Kohleschiff. Das heißt, das dauert Ewigkeiten, Ewigkeiten, bis wir da angelandet sind. Das ist ja der Hammer. Unglaublich. So, da fährt Bier weg, da fährt Messing weg. Nach Crown Falls, okay. Das ist ins Cup, das heißt, du wirst auch nochmal Kohle holen. Entweder bist du fertig. Ach, hier steht auch noch ein Falke. Okay. Kohle hätten wir. Ah, ja, hat die erst geholt. Wir haben die erst geholt, das heißt, das geht nacheinander. Nacheinander wird das erst wieder aufgefüllt, okay. Wir machen es hier so. Wir brauchen hier auf jeden Fall, wir nehmen hier mal noch 150 Tonnen Kohle mit. Dann ganz wichtig, mal noch 100 Tonnen Holz und dann würde ich hier unten auch noch 50 Tonnen Stahlträger mitnehmen. Ah, schaut mal, wir haben hier auch schon was vorbereitet. Machen wir hier genau dasselbe. Hier nehmen wir Schnaps mit und hier würde ich noch vorschlagen, auch 50 Tonnen Stahlträger. Dann bitte du auch in die Arktis. Auf Wiedersehen, mein Freund. Und dann kommt hier schon das nächste Schiff, was vorbereitet ist. Brauchen wir nur noch die Stahlträger aufladen. Weiter geht's. Also ganz schön viel zu tun. Ne? Also alleine die Arktis hier zu versorgen, das ist ja eine richtig sportliche Aufgabe. Vor allen Dingen, die haben gleich keine Kohle mehr. Und das ist hier das Schlimmste von allen. Die haben gleich keine Kohle mehr. Wisst ihr, was da passiert? Ich kann es euch sagen. Aber ich verrate es euch nicht, weil das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ganz, ganz vielen Dank, meine Lieben, fürs Zugucken. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Danke, meine Lieben. Liebe Grüße, euer Zanto. Ciao, ciao.